Willkommen zu Kita Today. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und wir machen ja auch ohne Kita-Platz Klagen im Eilverfahren und dazu, das gehört einfach zusammen, dann auch die Schadensersatzansprüche. Also wenn Mama und Papa nicht aufgrund eines nachgewiesenen Kita-Platzes lange zu Hause bleiben mussten und deshalb keinen Lohn verdient haben oder womöglich auch eine Ersatzbetreuung sich angedacht haben, gerade weil sie jemanden brauchten, damit sie noch arbeiten gehen. Und jetzt ergibt sich eine höchst interessante rechtliche Konstellation, die von den verschiedenen Akteuren im, ich sag jetzt mal, auf dem Kita-Feld ganz verschieden auch gehandhabt wird. Nämlich, wann ist eigentlich der Kita-Platz im Sinne des Gesetzes durch ein Jugendamt oder ein Landkreis ordnungsgemäß zur Verfügung gestellt? Dann, wenn das Kind alleine die Einrichtung besuchen kann, also natürlich nachdem es morgens von Mama und Papa gebracht worden ist, aber ne, nach der Verabschiedung Mama und Papa arbeiten gehen können oder bereits schon, wenn eine Eingewöhnungszeit dem Ganzen vorgeschaltet ist. Wir haben da Verfahren, da sagen Mama und Papa, nee. Also ich meine, wir konnten nicht arbeiten gehen, wir haben dadurch finanzielle Verluste, weil wir natürlich für unser Kind da waren und im Rahmen der Eingewöhnung 3 Wochen eben uns nach und nach aus der ganzen Sache rausgerobbt haben und wir geschaut haben, dass unser Kind Vertrauen zu den jeweiligen Bezugserziehern aufbauen konnte. Und jetzt gibt es plötzlich Leute auf der anderen Seite von der öffentlichen Hand, die sagen, nein, da ist doch die Betreuung und der Betreuungsanspruch schon voll erfüllt. Selbst schuld, wenn du Mama oder du Papa im Rahmen der Eingewöhnung bei deinem Kind dabei bist. Also da wird uns versucht weiszumachen, dass man ein Kind praktisch von heute auf morgen über eine Türschwelle rüberschieben könnte und dass das mal sehen soll, wie es selber klarkommt. Das ist im Moment rechtlich ein bisschen, naja, unerfreulich damit zu argumentieren, weil der Rechtsanspruch in diesem Sinne so ein bisschen unklar ist. Wir sagen natürlich, es ist vollkommen unzumutbar für ein Kind als Anspruchsinhaber, denn das Kind hat ja einen Anspruch auf die Betreuung, dass es sozusagen von 0 auf 1000 in eine völlig fremde Umgebung hineingeworfen wird. Und solange dieser Platz, dieser Betreuungsplatz und diese Einrichtung, diese Kita für das Kind dermaßen fremd und wahrscheinlich auch verstörend bis angstmachend ist, ist das eben ein unzumutbarer Betreuungsplatz, der erst durch die Mithilfe von Mama und Papa über die Zeit, gegebenenfalls dann eben auch bis zu 4 Wochen, zu einem zumutbaren Platz wird. Und erst dann kann Papa Staat sagen, so jetzt hast du deinen Platz, ich bin nicht mehr für die Verzögerungen aus der verspäteten Zurverfügungstellung mehr haftbar zu machen. Erst dann muss ich Papa Staat, nicht mehr Ersatzleistung erbringen dafür, dass du zu Hause geblieben bist oder dir eine Ersatzbetreuung geholt hast. Also es ist gerade eine spannende Frage rechtlich und sie wird, wenn sie mal durchentschieden ist, ja für diverse Betreuungsverhältnisse oder praktisch für alle Betreuungsverhältnisse im Kita- und im Krippenbereich eine Rolle spielen. Wir bleiben dran und werden weiter darüber berichten. Morgen geht's weiter.